Aha, Attributpunkte, Lernpunkte haben wir 7. Praktiker, falscher, Persönlichkeitstheorie. Gruppe, Advokat, Tierfreund. Ich frage mich, ohne Mist, ich frage mich, wie man das alles lernen soll. Intelligenz. Intelligenz, Gerissenheit. Überlebenstheorie erhöht deinen Überlebenswert. Kampftheorie erhöht deinen Kampfwert. Falscher. Aha. Gerissenheit. Bücherwurm. Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrungen. Fantastisch. Erfahrene Jäger. Attributpunkte. Gibt dir sofort 10 zusätzliche Attributpunkte. Ah. Warte mal. Gerissenheit 2. Okay, probieren wir. Okay, warte mal. Das probieren wir mal. Gerissenheit 2 hoch. Übernehmen. So. Halt. Das Eisenerz noch. Zack. Okay, Sekunde. Das probieren wir eben mal. Ach, die Eva. Hallo, Eva. Bring mir etwas bei. Gut. So. Attributpunkte 500. Probieren wir mal. So, Attributpunkte gelernt. So, haben wir 10 Attributpunkte dazu gekriegt. Hervorragend. Ah ja, geht tatsächlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Stärke, Konstitution. Nein, das will ich gar nicht. Wo war das hier? Setzerbogen, Ignis Artefax. Hier. Stärke 44, Geschicklichkeit 65. Bäh. Das Problem ist... Du benimmst dich hier besser. Aber immer noch, liebe Eva. Bring mir etwas bei. Gut. Ich hätte gerne mal das Persönlichkeitsding jetzt hier. Persönlichkeitstheorie hier. Ich bin mir echt nicht so ganz sicher, was ich mit diesen ganzen Punkten machen soll. Gerissenheit, Intelligenz. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne mal bessere Waffen mit mir führen können. Persönlichkeitstheorie hilft uns vielleicht ein paar Sachen einfach zu überzeugen. Also Leute zu überzeugen, das wäre auch nicht schlecht. Also Intelligenz 9, Intelligenz 9, Gerissenheit 15. Intelligenz 9, Gerissenheit. Ach, da brauchen wir jetzt auch 2 Attributpunkte. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Das ist mühselig. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich würde eigentlich auch gerne mal gegen Leute bestehen, aber ich würde auch... Das ist total dämlich. Ich weiß nicht, was sinnvoll ist und was nicht. Ich habe keine Ahnung. Konstitution gibt deine körperliche Verfassung wieder. Sie erhöht dauerhaft deine Lebensenergie und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. So, machen wir das mal so. Dass wir ein bisschen auf Stärke und Konstitution auch gehen. Meine Geschicklichkeit müssten wir auch noch hochbringen. Ja, ich habe keine Ahnung. So, machen wir es mal so. Okay. So, haben wir das. Jetzt müssen wir ins Archiv. Beziehungsweise anders. Wir haben doch jetzt diese Quest mit dem Speer. Wo ist denn der? Ach ja, ich muss da hier direkt rein. Wo ist das mit dem Bericht jetzt? So. Aufbruch zu fernen Ländern. Okay, habe ich jetzt hier dann schon den Bericht gemacht? Also habe ich schon irgendwas oder... Besser. Ausgesperrt. Neue Ignoranz. Glaubensfrage. Nahrung für die Kleriker. Wolf meint, dass Eli beim Ausbruch aus dem Hort helfen soll. Was?
Wolf meint, dass ich Eli beim Ausbruch aus dem Hort helfen soll und ihn unter einem Vorwand vor den Hort locken soll. Einmal dort angelangt, sollte es ein leichtes sein, ihn zu erledigen. Nahrung für Kleriker, Überlebenspaket, Glaubensfrage. Eva ist eine wissbegierige Klerikerin. Sie möchte mehr über ihren Glauben erfahren und benötigt dafür ein Buch, das im Archiv zu finden ist. Sie selber hat dort keinen Zutritt mehr. Ich soll es für sie beschaffen. Eva sagte, es gibt drei Möglichkeiten, Zugang zum Archiv zu bekommen. Entweder ich gehöre den Klerikern an oder ich schleiche mich hinein, wenn Karl seine Pause macht. Dafür müsste ich ihn aber beobachten. Die letzte, aber auch höchst verbotene Lösung wäre es, mich selbst auf die Zutrittsliste zu setzen. Dafür müsste ich mich in das System hacken. Okay. Sicherheitskonsole. Avids leeren. Okay. Mal eben speichern. Mal gucken, ob wir das schaffen. Irgendwie vorbeizuschleichen. Keine Zeit. Naja, dann lauf einfach weiter da in das Ding jetzt hier. So. Das dürfte der Karl sein. Ja, dann mein Teleporter erstmal. Den aktivieren wir mal. Kathedrale wurde aktiviert. Ansprechen, Rüstmeister. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Okay. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Macht Sinn. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Okay. Regentenschwert, Akolytenschwert. Stärke und Geschicklichkeit brauchen wir dafür. Na, hervorragend. Lasergewehr. 2.500, das ist doch schön. Kann ich überhaupt irgendwas benutzen hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Energieschild. Wir könnten ein Schild... Schaden 20. Schlachterhelm. Schachterhemd. Okay. Rüstung plus 4. Okay, kostet 2000. Mechanikerhemd. Mhm. Schachterhose. Ring des Kampfes, Angriffsstärke, aha. Schwefelbrocken, aha. Okay. Na gut. Lass mal das mal. So, mal gucken, gehen wir hier rein. Kathedrale. Jetzt guck dir diese Halle an. Wie viel Zeit haben die Kerle wohl benötigt, um sie hochzuziehen? Nehmen, Elixir, verboten. Okay. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier? Bist du Karl oder wer bist du? Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Aha. Ach, das ist der Karl hier. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Okay. Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Verlässt du eigentlich nie deinen Posten? Ich erlaube mir nur zu sehr später Stunde eine kurze Auszeit, um Kraft im Gebet zu schöpfen. Aber deinem Wunsch, Konversation zu betreiben, sollte damit Genüge getan sein. Geh nun. Eine Sache noch zum Archiv. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind.
Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Mhm. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Hm. Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Mhm. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Okay. Hier soll ein Exemplar von Abids Lehren ausliegen. Richtig. Und so soll es auch bleiben. Was steht in dem Buch? Seine Weissagungen und Lebensgrundsätze, an denen wir uns orientieren. Der Großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen Geist schwer verständlich. Gib mir einfach einen kurzen Abriss. Das kann ich nicht. Auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde, Seite um Seite zu lesen, blieb mir der Inhalt verschlossen. Wie ich schon sagte, nur wenige sind dazu berufen, seine Worte im Ansatz zu verstehen. Das klingt fast, als wäre er wahnsinnig gewesen. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Okay, ich dachte, er geht jetzt gerade, verdammt. Mist, ich dachte, er verlässt jetzt seinen Posten. Mist. Achso, Sitzbank. Okay. Und wer bist du? Reinhold, hallo. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hort gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker. Und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Warum sollte ich mich euch anschließen? Weil wir dir einen Weg aufzeigen, errettet zu werden. Anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung. In unseren Reihen würdest du deine wahre Bestimmung erkennen. Wir haben die Technologie, wir haben die Waffen, aber wir brauchen Freiwillige, um unsere Sache voranzutreiben. Mhm.
Nein, ich habe im Moment kein Interesse daran, Kleriker zu werden. Wenn das so ist, wundert es mich etwas, dass Xander dich einfach so hereingelassen hat. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Also ich will irgendwie... Ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht war oder nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es zumindest im Moment so ist, dass ich kein... Ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht verbaut. Das wäre irgendwie schade. Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Okay. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? So. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Okay. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Mhm. Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Mhm. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unsere Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das Gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Okay. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Okay. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Mhm.
Erkläre mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Okay. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Okay. Ich überlege mir das nochmal. Ich will mich noch nicht festlegen. Ich werde es mir nochmal überlegen. Ob du nun Kleriker werden willst oder nicht, ich könnte so oder so deine Hilfe gebrauchen. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden. Sofern wir dich als erfahren genug erachten. Okay. Hochtechnisierte Alliierte. Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Mhm. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Balder, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Warum nicht? Ein paar Splitter sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn sie einem angeboten werden. Exakt. Okay. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Okay. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Mhm. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden.
Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. Okay. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Bist du dir sicher? Hast du schon mit den drei Wachen gesprochen und ihre Protokolle eingesammelt? Nein, noch nicht. Und du hast trotzdem schon einen Verdacht? Nein. Ich denke lieber nochmal darüber nach. Mach das. Okay. Sehr gut. Na, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle, ich wollte eigentlich schon vor Ewigkeit jetzt mal eine Pause machen, beziehungsweise Schluss machen hier. Und ja, irgendwie, ich kann mich immer nicht losreißen, aber ich müsste langsam mal ins Bett und schlafen. Naja, dann würde ich mal sagen, an der Stelle sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich speichere nochmal eben und dann gucken wir mal, jetzt sind wir hier bei den Klerikern. Ich renne irgendwie querbeet durch, das ist irgendwie, ja, bin ich mir noch unschlüssig, wem ich beitreten soll. Ich glaube, man muss hier relativ frühzeitig sich einer Fraktion anschließen. Guck mal, übrigens, hier ist ein Glitch, ein Grafikglitch im Boden. Da sieht man die, wo die Platten hier montiert sind, dass sie alles weiß. Ja, wir müssen uns irgendeiner Fraktion mal anschließen langsam, damit wir vermutlich mal ein bisschen stärker werden, damit uns nicht jedes Viech sofort wegschnetzelt. Sekunde. Nur weil ich gerade gesehen habe, weil der abhaut. Mann, ich wollte eigentlich Schluss machen. Oh. Was machst du da? Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Bist du begriff... Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Mist, der sieht mich durch die Wand durch. Halt, im... Ach, Mann. Nee. Dann Kalan... Schade, ich dachte, ich komme jetzt durch. Wenn du was klaust, bist du tot. Ist das jetzt gut oder schlecht? Haben die mich erwischt? Ich habe ja gespeichert vorher. Haben die mich jetzt erwischt oder nicht? Mal gucken, was er sagt. Okay, ihn juckt's nicht. hab ich das jetzt erfolgreich geklaut oder habe ich mich jetzt irgendwie verrannt? Hallo Karl. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr?
Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Ich hab's echt geschafft. Ups. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass ich das schaffe. Okay. Hallo Eva. Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Nicht der Rede wert. Du bist ein Schatz. Ich meinte ein toller Kerl. Oder was wäre die korrekte Bezeichnung? Lass gut sein. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lasse ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Okay. Ja. Haben wir der Eva geholfen? Mal gucken, ob es irgendwelche Konsequenzen für uns hat. Es stand zumindest nicht da, dass es Konsequenzen hat, was wir getan haben. Ich weiß nicht so ganz, ob uns jetzt irgendjemand böse ist, aber ich glaube nicht. Uns hat irgendwie keiner erwischt, glaube ich. Kann das sein? Der Karl, dem ist es wurscht. Was sagt denn der eigentlich? Hat er das gecheckt? Nö. Also der, was angeblich alles weiß, der hat's offensichtlich stand jetzt noch nicht geschnallt. Interessant. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Ja, okay. Wir haben es offensichtlich geschafft, das Ding dann zu klauen oder man einfach nur drüber fliegen müssen über den. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Ich weiß nicht, ob das so vom Spiel gedacht war, was ich da jetzt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Na okay, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Finde ich gut. Ja, für YouTube ist dann hier der Cut. Das heißt, ich sage lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich werde mal gucken, dass wir uns jetzt dann demnächst endlich mal entscheiden, was wir machen wollen. Kleriker, Berserker oder Outlaw. Outlaw vermute ich eher nicht. Das heißt, es wird auf Berserker oder Kleriker rauslaufen. Ich bin mir noch unschlüssig. Ich weiß es nicht wirklich. Ich kann es noch nicht sagen. Ich werde mich aber relativ zeitnah dann entscheiden müssen. So, jetzt aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.